Es heißt, für jeden Mann gibt es die ideale Frau. Wer hätte gedacht, dass ich meine an der Pforte zur Hölle treffen würde? Sie war eine Mona Lisa, meine Sixtinische Kapelle. Der absolute Hauptgewinn. Und das Allerschönste war, sie lächelte mich an. Normalerweise gefällt mir der Unterricht bei Loopman. Heute aber nicht. Heute fügte ich mich meinem romantischen Schicksal. Kaugummi? Aha, gute Wahl. Louis! Sie ist wunderschön. Sie ist intelligent. Sie schreibt fleißig mit. Sie hat den Kaugummi-Test bestanden. Aber woher sollte ich wissen, dass sie Mikeys neue Flamme ist? Woher sollte ich wissen, wie sie heißt? Robin Fagnerwitz. Aha. Seit der 5. Klasse helfe ich Mikey, Mädchen anzusprechen. Aber warum musste ausgerechnet er sie zuerst sehen? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss das Richtige tun. Das wird nicht leicht sein. Selbst für mich nicht. Alles klar, Mikey, das machst du mit links. Ich bin mit der Kamera direkt nebenan. Das wird ein Heimspiel. Begrüßung. Begrüßung. Nein, nein. Hi, wie geht's? Fantastisch. Aha. Mach hier ein Kompliment, Mikey. Ein Kompliment? Du hast wunderschöne Haare. Und erst dieses hübsche Namensschild. Tja, weißt du, ich... Du machst das toll, Mikey. Nicht nachlassen. Das nächste Plakat, Jerry. Hey, hey, pass auf! Vorsicht, nein! Was hast du denn? Gar nichts. Weißt du, den ganzen Tag lang habe ich nur daran gedacht, dass ich Robin Fagnerwitz abhole. Womit habe ich das nur verdient? Alles klar, Mr. Lewis? Ja, ja. Geht's wieder? Jetzt mach schon. Alles klar, Mikey. Wir sind wieder voll in Aktion. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Pass gut auf. Körperkontakt. Also... Ich Robin. Weiß, das ist nicht einfach. Also hör mir gut zu, das ist der wichtigste Schritt. Sag, also. Du willst mit ihr gehen. Noch nicht küssen, wir leben in den 90ern. Du willst nicht so aufdringlich wirken, verstanden? Du machst jetzt Folgendes: Geh zu ihr hin und leg deinen Arm ganz sanft um ihre Schultern und sag ihr, dass du mit ihr zusammen sein willst. Dass du mit ihr essen gehen willst. Du kochst sogar selbst, egal was. Hauptsache, du bist bei ihr. Mikey, was ist los? Was ist da drin los? Alles klar? Oh ja, ganz klar. Nein, Robin, ich kann das wirklich erklären. Was ist das? Robin. Ich höre da so komische Stimmen. Was und ist das? Und auf Wiedersehen, Parker Lewis. Mikey ist ganz schön down und es ist meine Schuld. Ich habe also drei Möglichkeiten. Hoffen, dass sich alles von selbst klärt. Mikey retten, indem ich mit Robin rede. Oder ihm mein Konzertkartengeschäft übergeben. Ich rede mit ihr. Ah, Robin. Sprich mich bloß nicht an, Parker. Doch, es tut mir leid. Ich habe das doch nur für Mikey getan. Er wird in Stresssituationen leicht nervös. Und du bist eine Stresssituation. Er hatte schon etwas wackelige Knie. Aber bei dir wackelt nicht mal ein Knie. Sekunde. Da läuft doch irgendwas falsch. Meinst du nicht auch? Manchmal, Parker, laufen die Dinge anders, als wir sie planen. Der aufregendste Kuss meines Lebens. Und woran denke ich? Dass ich die Traumfrau meines besten Kumpels küsse. Wie ist sowas nur möglich? Ich sehe wohl nicht richtig. Mein Bruder ist so gut wie tot. Ich brech gleich zusammen. Robin, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt. Robin!
Mein bester Freund redet nicht mehr mit mir. Der Schulpsychopath will mich umbringen. Meine Schwester verkauft meine Klamotten und das alles, weil du mich geküsst hast. Ich gehe nicht mit dir, vollkommen unmöglich. Hager, ist dir je der Gedanke gekommen, dass ich selbst entscheide, mit wem ich gehen möchte? Das tue ich nämlich. Im Klartext heißt das, ich will euch beide nicht. Und tschüss. Aber ich will mit dir befreundet sein. Geht das? Gar kein Problem. Mit einem Mädchen befreundet sein? Wie absurd. Robin, toller Hut. Hager, auch wenn wir nur gute Freunde sind, ich finde dich süß. Vielleicht wird das doch noch ein guter Tag.